Und damit willkommen zurück zur neuen Folge God of War. Wir suchen die Schlüssel, um in das Schloss des Zwergen zu kommen. Genau. Und haben schon zwei. Einer lag am Schrein, einer rechts rum und wahrscheinlich einer links rum, wo ich God of War kenne. Ist das vermutlich the way to go? Und dafür brauchen wir die Axt. Okay, hier müssen wir uns durchschmerzen. Wir haben den dritten befreiten Drachen. Den dritten Drachen befreit. Den es anscheinend in dieser Welt geben soll. Das hieß ja mal, es gibt drei davon. Wir haben jetzt den dritten befreit. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Die sind nicht so ultra stark wie die letzten. Die letzten, die wir aus dem schwarzen Loch gezogen haben, die waren schon mega stark. Das wollte ich gerade nicht mal. So. Dann im Ordentlich aufs Maul. Jetzt sind wir kurz unter der Aktivierung von der Rage. Aber das ist alles machbar. So, weiter geht's hier lang. Verschlossenes Tor. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen hier rechts rum. Okay, wir haben Feuer aus See. Ich weiß nicht, ob es Licht oder Feuer aus See ist. Licht ist ja nicht, glaube ich. Na, so. Das hier müssen wir weitertragen. Aber vorher müssen wir erst den Weg öffnen. So, Weg da drüben muss das hin. Okay. Dafür muss ich aber ganz schön schnell sein. Von hier reicht das nicht, ne? Nö. Okay. Acht, sieben, fünf, vier, drei, zwei, eins. Das reicht nicht. Das reicht auf keinen Fall. Dann müssen wir uns wohl einen anderen Weg suchen für das Licht. Und hier kommt unser Stein. Treibt nach da vorne. Hier muss das Licht her. Ach, dann ist der Stein die Brücke, womit wir das rübertragen können. Das ergibt natürlich Sinn. So, hier ist der Stein gestrandet. Den nehmen wir jetzt mit. Ah, das ist das Tor. Sehr gut, sehr gut. Da kommen wir durch. Stein abstellen. Zertreten und öffnen. So, auf das Ding. Den nehmen wir mit. Hallo? Kampf. Hinter dir, Bruder! Hey, hey, hey. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Nehmt den großen Stein mit. Nice. Okay, da müssen wir wieder vorlaufen. Oh. Weiß ich.
So. Das wird doch mit dem Damage von dem Pfeil und Bogen. So, nehmen wir jetzt den Stein wieder mit. Wir müssen den immer noch da vorne reintragen. Müsste das nicht hier drüben sein? Nee, da. Falscher Pfeil. Der. So. Das haben wir. Jetzt muss ich auf jeden Fall schon mal wieder auf die Blades wechseln. Dagger, Blade, whatever. Und jetzt Gas, Gas, Gas. Düs, düs, düs. Öffnet sich. Die 7000 Dachsilber findest du hier mal. Ich höre es schon wieder klopfen. Ach, guck mal hier. Jetzt ist hier. Ah, hier konnten wir vorher nicht hin. Hier ist der dritte. Warum wollte der Zwergenkönig diese Rüstung so dringend? Was ist besonders an ihm? Um die Dweggradiker ranken sich viele Legenden. Eine verdächtige Anzahl sogar. Was es schwierig macht, etwas Genaueres zu dieser Rüstung zu erfahren. Doch ein Gerücht, das man immer wieder hört, ist, dass die Rüstung ultimativen Schutz bietet. Eine nützliche Eigenschaft für einen unbeliebten König. Dennoch ist dieses geplagte Land alles, was von ihm bleibt. Deshalb darf man Legenden nicht trauen, Junge. Also, eins. Auf dich selbst, deine Augen, deine Instinkte. Zwei. Bereit machen! Oh, ein bisschen Gift auf dem Boden. Gerne mal ausnutzen. So. Und den dritten Stein da rein. Alles klar. Das Festung erkunden. Ja, moin. Was hast du erwartet? Hallo, kannst du bitte hier rankommen? Ich möchte gerne öffnen. Hier ist noch eins. Neue Geschichten. Wow, eine Menge Arme. Das kannst du wohl sagen. 6, 7, 8. Konnte er mit 4 Bögen gleichzeitig schießen? Er war Schwertkämpfer. Er hatte ja nur 2 Augen. Thor hat ihn wohl zurechtgestutzt. So etwas tut er. Ja, das macht er so. Jetzt muss ich mich hier umgucken, welcher Weg hier der richtige ist und wo es noch was zum Snacken gibt. Hier gibt's bestimmt viel. Nein. Was hörst du, Junge? Jammern und Schreie. Sehr viele Leute. Ach, sind bestimmt bloß alte Geister, Opfer der Herrschaft des verrückten Zwergs. Und doch, höchst sonderbar. Dann gibt's wohl hier noch den Bonuskistchen. Ja. Das Bonuskistchen, ja. Entschuldigung. Nehmen wir mit. Ist gar kein Problem.
Oh. Epischer Zauber. Erhöht Zuwachsrate von Primafrost oder Verbrennung. Okay. Und hier rein. Oh mein Gott. Wow. Instant die Rüstung ab. Den Stein könnt ihr mit nach Hause nehmen. Was ist das? Selten. Klingenknauf. Nee, danke. Ich habe meinen Klingenknauf, den ich haben möchte. Bis jetzt. Gibt bestimmt auch noch einen legendären, der geiler ist. Moment, hier gibt es noch Leben. Hier ist ein Durchgang hinter dem Thron. Ein Geheimgang? Tja, wäre wohl kein richtiger Thronsaal ohne Geheimgang. Einfach mal wegschieben. Oh, und da ist er schon. Der König. Halt, du kannst doch noch nicht da reinrennen, losrennen. Junge. Hm, interessant. Sollte ich mir aufschreiben? Was solltest du dir aufschreiben? Und was ist hier? Das ist keine Tür. Das auch nicht. Okay. Hier ist eigentlich nichts mehr sonst. In dem Fall können wir weiter. Ich höre schon wieder Klimpern vom Schmied. Was du ihm abgenommen hast. Das müssen die drei mythischen Zutaten sein, die Brock gemeint hat. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich in meinem ganzen Leben keine seltsameren Objekte gesehen habe. Wie sollen Brock und Sindri etwas bauen aus... was immer das ist? Unterschätze nie die Zwerge. Sie sind Mistkerle, aber äußerst geschickt. Schwerer Runenangriff. Und zwar... den würde ich mitnehmen. Aus dem Zahn einer Katze und Vogelspucke eine unzerbrechliche Kette gemacht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. So geht die Legende. Von einem abgetrennten Kopf solltest du keine Fakten erwarten. Wo geht's hier weiter? Hier drüben. Geht's weiter? Oh, guck mal da. Wir brauchen, ja, CRN. Wir haben... N. Wait, what? Hier drehen sich C und R.
Ah, das sind so Gongs. Okay. Aus den Truhen Krypt gibt es zwar keine Verstärkung mehr für Leben und Rage. In seiner Blüte war Konunsgard ein herrliches Land. Na komm. Vorsicht, der Zwergenkönig. Wir schauen mal rein. Wie konnte er das nur zulassen? Der Zwerg hat blind auf die Legende vertraut, ungeachtet jeglicher Konsequenzen. Dies ist das Ergebnis. Vertrauen ist ein Glück. Wie du gesagt hast, der wird nicht verloren. Drei von denen. Der hat nicht auf die Kiste gedrückt. Cool. Okay. Haben wir das auch noch schnell erledigt. Die Substanz können wir nämlich auch mitnehmen. Reine Essenz der Wilden. Und Weltenstaub. 11 von 18 haben wir abgeschlossen. Ah, jetzt kommen wir von hier runter. Das ist schön zu wissen. Gut. Dann haben wir jetzt ja eigentlich keine Gegner mehr vor uns, oder? Theoretisch haben wir hier alles. Habt ihr legendären Materialien? Unglaublich! Oh, ist das aufregend! Trefft mich beim Tempel und wir fangen sofort an! Okay. Beim Tempel. Das heißt, wir nehmen da vorne das Tor. Das geht schneller, als jetzt zurückzurudern. Das Tor ist da. Das möchte ich jetzt gerne noch machen mit der Rüstung. Finde ich nice. Geht die Folge ein bisschen länger, aber egal. So. Zum Tempel möchte ich gerne reisen. Broxlar. Und rein. Mega geil. Mimir, warum hast du Bifrostkristalle in den Augen? Ein nett gemeintes Geschenk der Riesen. Da ich so viel zwischen den Welten gereist bin, dachten sie, das wäre praktischer für mich, als ein Kristall, den ich verlieren könnte. Hat's wehgetan? Nein, ich hatte mich in weiser Voraussicht mit 16 Humpen Agirstöchter Bier gewappnet. Im Rausch habe ich sogar versucht, die Riesen zu überzeugen, sie in meine Brustwarzen zu setzen. Hätte sie fast überzeugt. Stell dir das mal vor. Mimir mit Bifröstnippeln. Das waren noch Zeiten. Schon gut, schon gut. Ich höre jetzt auf. So ein Idiotenkopf. So, jetzt hier, Jungs. Wir haben die Materialien. Aber sie sind so seltsam. Wie baut man eine Rüstung aus etwas so... Gericht?
Kehricht? Hätt dich den feuchten Kehricht an. Betriebsgeheimnis. Wir haben unsere Methoden. Oh. Betriebsgeheimnis. Schwerer Runenangriff. Feuer des Ares. Wie Öl und Wasser. Ne, ich möchte gern eigentlich mein Ding behalten. Du bist hoffentlich nicht wieder mit deinem Bruder streiten. Nur weil er mit den Jahren weniger nervtötend geworden ist, heißt das nicht, dass ich nicht meinen eigenen Kundenstamm zu pflegen habe. Ach ja? Wen denn? Tja, ihr seid wieder hier, oder nicht? Stimmt, Königliche und Sindris Königliche. Minus Ruhm, minus Vitalität, minus Glück, minus Ding. Naja, das ist jetzt auch nicht so eine krasse Rüstung. Na, die ist schon viel Minus. mehr Vitalität, 15 mehr Runen. Unbeständiges Erz. Tut mir leid, also. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass eine coolere Rüstung. Komm wieder, wenn du noch mehr Zeug gefunden hast. Na gut. Okay, dann war's das jetzt mit der Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.